Na und es geht los, der Posenjuppenwein der Alten, probier doch mal hier am Wolchow. Da geht es schön in den Abendstunden und in der Nacht auf Quappe. Und da ich gerade eingeloggt habe und es ist Abend gewesen, naja, dann bin ich doch sofort losmarschiert hier an die Stelle und probiere nun mein Glück. Ja, und was soll ich sagen? Es hat gar nicht lang gedauert und die erste Quappe kommt rein. Quappenangeln, Alden, dein Ernst? Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Die olle Quappe lohnt sich, wenn denn die Frequenz da ist. Und das gilt natürlich jetzt hier zu testen, ob die Frequenz da ist oder nicht. Ich stehe hier ganz simpel mit Fischfetzen. Also alle Fischis, die so ab 500 Gramm sind, die kann man ja zu Fischfetzen zerhackstücken und dementsprechend ja, macht man das natürlich, um auch zu skillen, schön Skillpunkte in der Köderbeschaffung zu bekommen. Und dann geht es hier auf, ja, auf Quappe, auf Quappe, auf Aal, auf Wels. Durchaus möglich, dass hier am Wolchow eben auch mal der Wels reinballert. Und da heißt es natürlich ein bisschen aufpassen. Bedeutet vom Setup vielleicht nicht ganz so super fein reingehen, sondern mal so ein bisschen, ja, ein bisschen solider. Ich bin, glaube ich, jetzt hier ungefähr mit 18 Kilo unterwegs. Genau, 19 Kilo Monoschnur. Hier könnte man natürlich überlegen, ob man an dieser Stelle jetzt hier vielleicht doch eher nochmal auf geflochtene Schnur geht. Also auf Braid, weil die einfach nochmal dünner ist. Nicht so dick wie hier die Mono. Klar, man hat ein bisschen mehr Verschleiß, weil die halt geflochten ist und dann zwirbelt das immer schön durch die Schnurlaufringe. Aber man hat einfach nochmal deutlich mehr Schnur drauf. Heißt also, man müsste sowas wie eine dicke, fette Tausender Schnur nehmen, kostet aber auch wieder viel und eigentlich, Schnickschnack. Wenn hier was Großes reingeht, ich habe hier 300 Meter Schnur drauf, dann muss er die 300 Meter auch erstmal wegziehen und in der Zeit werde ich doch versuchen, ihn müde zu kriegen. Und wenn er wirklich zu groß ist, dann haut er einfach ab. Dann ist das nochmal so. 19 Kilo Monoschnur, Vorfach 18 bzw. minus 6,7%, kannst du dir selber ausrechnen. Also nicht mehr so ganz die 18 Kilo an Tragfähigkeit, aber passt immer noch. 1-0er Haken habe ich hier gewählt. Ich wollte ein bisschen die dicken Brocken. Klar, kann man natürlich auch hier mit einem 1er Haken rangehen. Sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren noch. Aber naja, wir wollen ja wie gesagt die dicken Dingers. So, und da geht es auch schon weiter. Und bei der Quappe, ja, ich glaube, die ist auch, guck mal, wie es hier abzubilden. Wie es auf einmal losgeht hier. Zack, die nächste Quappe. 1,5. Zack. Und wieder raus hier. Perfekt. Und weiter die nächste hier. Vielleicht geht ja sogar noch die Quappentrophy rein. Einfach mal simpel. Vielleicht könnte es auch mit einem Tauwurm übrigens funktionieren. Wenn du Fischfetzen noch nicht herstellen kannst, sag mal, du bist Level 20. Hast vielleicht noch nicht so wirklich Skillpunkte investiert, beziehungsweise Silber investiert in die Herstellung der Köder. Also schön mal loslegen. Mit Level 20 sollte man mal Gas geben mit der Köderbeschaffung. Also Prio Setup kaufen und wenn dann Silber übrig ist, so rum, dann kaufen oder investieren in die Köderbeschaffung und in die Futtermischen Herstellung. Wenn ihr da noch unsicher bist, einfach nochmal in die Tutorial-Serie 2023 reingucken. Also ab Level 20 Gas geben. Ja, und so kann das weitergehen. Also wie gesagt, vom Setup relativ simpel. Ich bin jetzt hier gerade mit den Feederrouten unterwegs. Klar, man kann sich natürlich auch mit der Carp hier hinstellen oder sowas. Also das geht natürlich ganz gut. 1-0er Haken und den Fischfetzen. Entfernung waren 25 Meter geklippt. Futtermische keine, wobei ich auch schon überlegt habe, eine Futtermische herzustellen. Gucken wir einfach mal rein. Was könnte denn eine Futtermische sein für die Quappe? Wir nehmen mal 25 Meter. Wir nehmen einfach vielleicht mal die Bällchenform. Die können wir dann auch immer noch in so einen Futterkorb reinsetzen. Wir nehmen auf jeden Fall Fischöl. Also Tran Main. Das haben wir drin. Dann brauchen wir irgendwas mit Fisch. Heißt also, wir brauchen irgendwelche Fischkomponenten. Tintenfisch,
Lachs, extra Fisch- und Fleisch-Feed-Pellets. Habe ich letztens noch gekauft extra, die holen wir auf jeden Fall hier mit rein. Fisch- und Fleisch-Feed-Pellets könnte man vielleicht sogar komplett damit voll machen. Eine Basis, nehmen wir irgendwas Neutrales bis Herzhaftes. Wie wäre es mit so einem schönen Röggelchen, so ein schönes Roggenbrötchen, allen so Roggenkleider rein. Und dann haben wir hier, vielleicht nehmen wir sogar noch Lehm mit rein als Komponente. Denn wir wollen, dass das ja richtig schön auf dem Grund pappt und zusammenhängt, wo die Quappen rumquappen. Und dann gucken wir hier nochmal nach Fisch. Haben wir noch andere fischige Komponenten? Also Fisch und Fleisch haben wir drin. Tintenfisch, Thunfisch. Lachs und Thunfisch. Extra Thun. Ich bin tatsächlich gerade bei Fisch und Fleisch am ehesten. Das ist, glaube ich, am ehesten hier was Geschreddertes. Also, ich kann mir vorstellen, dass auch sämtliche andere Komponenten durchaus funktionieren. Aber weißt du was? Ich mache jetzt hier einfach komplett die eine Nummer, ziehe die hier komplett durch und nenne das Ganze jetzt hier Quappe F&F, Fisch und Fleisch. So, und anfertigen. Schön zusammenpumpen. Fertig ist die Kugel. Und hier wird auch schon ordentlich gequappt wieder. Alter. Ja, mit toten Köderfischen wäre das vielleicht auch eine Option, oder? Die hat sogar ein bisschen Bock. Das wäre doch noch eine Option. Warte mal, kann ich das sogar umbauen? Kann ich das sogar noch umbauen? Gucken wir mal eben. Köderfischmontage. So, da gehen wir auch wieder rein. Gewöhnliche Vorfächer. Nehmen wir mal hier auch hier die 15 cm, 30 Kilo, 15 cm. Ich habe hier nichts anderes. Nehmen wir das mal eben, 27. Und dann gehen wir hier auf den Köderfischhaken. Hier bin ich ja echt noch der Meinung, dass die irgendwie durch sind. Ich gehe auf den 4-0er und werfe jetzt hier den Barsch rein. Alter Falter. Irgendwann muss man noch diese ganzen vergammelten Köderfische loswerden. Oder so ein Rotauge oder eine Güster wäre bestimmt auch noch gut. Irgendwann muss man das doch loswerden. Wir fangen mal an mit dem gammeligen Barsch. Alter, kommst du ja nicht zu. Kaulbarsch, gib mir den Barsch. Hier ist er. 100 Gramm Barsch. So, weil das Ganze jetzt natürlich ein bisschen komisch ist, kriegen wir das raus. Ich werfe mal volles Mett. Ja, so gerade. Kommen wir, glaube ich, gerade so mit hin. Also, raus damit. Und hier wird weiter getestet. Alter, jetzt zuppelt sich der Barsch hier ein zurecht. Aber warum auch nicht? Lassen wir ihn hier schön rumzappeln. Und hier gehen wir jetzt rein mit der Futtermische. Bedeutet, wir brauchen einen Futterkorb. Ich nehme mal einen mit 60 Gramm. Wir wollen ja ein bisschen weit rauswerfen. Dann brauchen wir den F&F. Da ist es auch schon. Futtermische raus, 25 Meter, zack, auf entspannt. Okay, Futterkorb fliegt auch weit genug, muss ich also nicht übertreiben. Hier schmeißen wir direkt auch hinterher. Es ist schon gleich 3 Uhr, das heißt so langsam, ich denke mal so bis 6 Uhr wird das Ganze hier ganz gut funktionieren, vielleicht 7 Uhr, aber irgendwann ist halt auch dann vorbei. So, Fisch und Fleisch. Und das Ganze hier immer noch auf die 25 Meter geklippt. Ich werfe da vorne so in Richtung der Bäume. Zack, reicht genau, perfekt. Und absenken. Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Wer es noch nicht erkannt hat, auf dieser Insel, das heißt hier vom Camp aus, vom Anleger mit der Fähre hier einmal rüber zu diesem Spot. Dann hier quer über die Brücke. Und dann sind wir hier und schmeißen hier in diese Area 25 Meter, wie gesagt, rein. Und dann lübt da die Quappe. Hier machen wir eben dicht. Jetzt hadere ich natürlich, ne? Sowas wie ein großer Barsch ist vielleicht, naja, könnte tricky sein, aber das ist eben auch durchaus eine Möglichkeit hier, seine Köderfische loszuwerden. Vor allem die vergammeln. Das ist es. Die vergammelten Köderfische loswerden. Und ja, deswegen war das auch damals die Wahl dieser Routen. Denn die haben hier ein Wurfgewicht von 150 Gramm
und dementsprechend kriegt man dann eben hier das alles noch ganz schön raus. Übrigens, wenn ihr hier andere oder wenn das hier vom Blei her dann vom Gewicht nicht mehr passt, das hatte ich auch schon in anderen Köderfisch-Videos gesagt, dann guckt man mal bei den Bleien, so, nach diesen Kandidaten hier, die Flycast-Bleie, selbst diese hier mit 14 Gramm, die ganz leichten, die fliegen mega weit raus. Also damit hat man richtig Entfernung und kommt deutlich besser mal auch ein bisschen weiter raus. Ich habe den verschiedenen Stärken passend zu den verschiedenen Gewichten der Köderfische und da verwende ich die meistens bei dem Köderfisch. Das heißt, wenn der Köderfisch schon so schwer ist, dass ich das Blei reduzieren muss, komme ich trotzdem mit so einem Blei auf eine gute Entfernung, weil die Flugeigenschaften einfach davon richtig gut sind. Ja, ob das hier mit dem Köderfisch überhaupt funktioniert, keine Ahnung, werden wir sehen. Wie die Futtermische funktioniert, werden wir auch sehen. Ich sag mal, so richtig schlecht kann das ja nicht sein. Sollte schon irgendwie klappen. Guck mal hier. Passt. Da haben wir auch den nächsten schon wieder dran. Also läuft nach wie vor. Einfach mal hier entspannt auf Quappe gehen. Und im Idealfall macht man sich hier die Taschen voll. Oder es ballert sogar noch eine Trophy rein. Zack. Das wäre doch richtig gut. Und ob das hier mit dem Barsch geht. Ja, wie gesagt, das könnte ein bisschen dauern. Der zuppelt natürlich da immer so ein bisschen dran, auch wenn das ein toter Vergammelter ist. Irgendwie schwimmen die da ja immer noch rum. Aber das wird ein bisschen dauern, bis da was reingeht. Aber im Großen und Ganzen ist es das auch schon. Die waren vorhin hier so ein bisschen vom Ufer aus, ein bisschen getestet. Aber hier mit den Quappen, ja, 11 Minuten und das sieht auch schon gut aus. 9 Quappen kann man machen. Petri Lümmels zieht euch raus, die Quappen, im Idealfall die Quappen-Trophy. Das wäre ja der Oberhammer. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf YouTube und im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Bis dahin.